Hallöchen, mein Lieben, und herzlich willkommen unsere neuen Mitglieder. Ich freue mich über jeden, der hier in der Gruppe kommt. Freue ich mich sehr, sehr drüber. Und alle Facebook- und YouTube-Gucker, das genaue Video findet ihr unten in der Kommentarfunktion. Da ist der Link zur Gruppe. Ich freue mich über jeden neuen und der hier eingeladen wird. Ja, was machen wir heute? Was habe ich schon gemacht? Ich habe hier 250 Milliliter Wasser mit 4 Beutel Schwarztee und 1 Esslöffel Zitrone. 4 Minuten den Tee ziehen lassen. Wir machen heute Eistee Pfirsich selber. Dann habe ich hier 5 Pfirsiche mit 4 Esslöffel Zucker und 250 Milliliter Wasser. 10 Minuten erst einmal vollkommen aufgekocht, also bei volle Pulle. Dann auf mittlere Stufe 10 Minuten köcheln lassen, so. Und viel umgerührt, dass unten mir nichts anbrennt. So, und da brauchen wir nochmal 500 Liter Wasser. Und wir gehen jetzt erstmal dabei. Wie gesagt, das kann erstmal zur Seite, das muss nochmal ordentlich abkühlen. Ihr braucht nachher noch eine große Karaffe. Ich habe zwar eine, aber da passt nicht so viel rein. Deshalb habe ich hier so einen großen Mechbecher, wo 1,5 Liter Wasser reingeht. Also wunderbar. So, jetzt wollen wir uns an den Pfirsichsirup ranwagen oder ran kümmern. Das wird auch da rankommen. Hier ein schönes Sieb. Wunderbar. Ja, ich kaufe hin und wieder auch mal Pfirsich-Eistee. Kein Problem von Pfanne oder sowas. Das ist absolut kein Problem. Ich habe aber gesagt, Mensch, bei diesen warmen Tagen, dann schön mit Eistee und dann Eiswürfel dazu. Boah. Glaubt es mir, es wird bestimmt lecker. Aus. So, was jetzt denkt bestimmt, na, was macht er denn mit diesen Pfirsichen, wenn die ausgedrückt sind? Da kann ich euch sehr gut empfehlen, holt euch doch einfach so einen schönen Naturjoghurt und dann macht ihr daraus einen schönen Pfirsichjoghurt. Oder Pfirsichquark, dann holt ihr euch Quark. Oder ihr haut das nochmal in einen Kuchen rein. Oder, ach, da gibt's, ich lasse mir auch noch was Leckeres einfallen, morgen. Werde ich euch davon berichten, was ich daraus gemacht habe. Ich glaube, ich ahne es mir schon, was ich damit mache. Und zwar werde ich mir daraus wahrscheinlich einen Pfirsichjoghurt machen. Hole ich mir so einen 500 Milliliter Naturjoghurt. Und dann geht das alles in... Ja, ich muss nur gucken, wo ich das reinmache. Entweder, weil ich große Stücke möchte ich nicht unbedingt in meinen Joghurt haben. Ich muss erstmal gleich eine Schüssel holen, wo ich die Pfirsiche im Kühlschrank zwischenlagern kann. Bis morgen, weil ich habe jetzt auch kein Joghurt hier, fällt mir gerade ein. Nee, hätte ich mir vorher dran denken können, wo ich nochmal losgefahren bin, habe ich aber auch nicht mehr dran gedacht. Ja, man sollte sich das lieber aufschreiben, dann vergisst man das auch nicht. So, ich denke mal, das ist genug ausgepresst. So, jetzt muss ich erstmal gleich mal kurz... Das noch so stehen, dann kann das noch ein bisschen auspressen. Ich muss mal irgendwas gucken. Maximal 700 Milliliter. Ich denke mal, ich werde hier den Joghurt reinhauen. Die Pfirsiche. Entweder ich rühre das Ganze denn damit um. Oder mit denen. Das entscheide ich morgen. So, jetzt brauche ich erstmal eine Schüssel, wo ich meine Pfirsiche zwischenlagern kann. Und da habe ich doch, siehst du. Man hat doch schon fast immer alles da. Wunderbar. So. Das haben wir jetzt aber auch, glaube ich, wirklich gut ausgepresst. Ja. Ja, das reicht. Such mir mal, dass es hier reinpasst in der Schüssel. Na, aber sowas von. Das duftet nach Pfirsich. So. Wie gesagt, das hier sind meine übrigen Pfirsiche von heute. Die gehe ich jetzt in meinen Kühlschrank packen. Und ja, dann geht das eigentlich gleich weiter, ne? So. Das machen wir gerade zur Seite.
Seite packen. So, das ist jetzt unser Pfirsich. Oh, das duftet. Mein lieber Scholli, das duftet. So, wie gesagt, das ist unser Schwarztee. So, das Ganze natürlich noch ein bisschen abkühlen. Ich versuche jetzt mal keinen Schnitt zu machen. In der Hoffnung, macht man ja eigentlich so, man pustet ja, wenn was Heißes ist. Ja, guck mal. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich könnte jetzt auch mal einen Schnitt machen und lasse das mal so für eine Viertelstunde noch abkühlen, aber ach Leute, nee. Immer diesen Schnitt ist auch nicht schön. Ja, das hilft wirklich. Lecker. So, jetzt kommen wir eigentlich schon zur Vollendung des ganzen Eistees. Wir geben nämlich erstmal 500 ml Wasser hier rein. Dann unser Schwarztee. Und dann unser Pfirsich. Ja, aber Pfirsich kratzt sich ein bisschen aus. Ne? Das kann nicht genug an Geschmack liegen. So, seht ihr, meine Lieben. Jetzt brauche ich Eiswürfel, die hole ich mal eben. Aber so ein schönes Wetter. Schön selbstgemachten Eistee. Ah, lecker. Ja, ich glaube, ich muss mal neue Eis. Nee, passt doch. Wie gesagt, optional könnt ihr jetzt auch noch so ein bisschen als Deko ja, zwei Pfirsiche mit ran tun. Könnte ich eigentlich auch gleich mal machen. Genau. Wenn ich erstmal meine Eiswürfel hier rauskriege. So, siehst du wohl. Ja, ich glaube, ich brauche mal. Der ist schon so ziemlich abgehellt. Aber er tut seine Pflicht noch. Also von daher. Warum soll ich was Neues kaufen, wenn er trotzdem noch Eiswürfel rauskommt? Sehe ich da gar nicht ein. So, kommt die letzten Runde auch noch da raus. Und dann ist es gut. Werde ich nicht und komme da raus. Das gibt es nicht. Also ich glaube, ich brauche doch... Doch, ich habe auch noch irgendwo so ein Eisbonding-Fach. Irgendwo noch so hingestellt. So, jetzt haben wir es aber. Meine Güte. So, dann wasche ich nochmal einen kurzen Pfirsich ab. Wo habe ich denn mein Messerchen? Hier. Wunderbar. Einmal da so rum. So mache ich das bei der Pfirsich. Und drehe es einmal so, siehst du wohl. Mache ich das hier bei der anderen auch. Einmal so um den Kern rum. Einmal locker drehen. Und dann kann man den Kern da rausholen. Wunderbar. So, ja, und jetzt optional. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Das ist eigentlich wurscht, würde ich fast sagen. Ja. Legt einfach so Viertel Dinger rein und dann ist es gut. So. Und fertig. So ein bisschen Optikum, da kommen sie nach oben. Das sieht doch schon mal richtig geil aus. So, und natürlich, wie ihr es auch von mir gewohnt seid, wird natürlich auch probiert.
Ja, war noch nicht so ganz abgekühlt, war. Ja, lass mal einen ganz kleinen Umweg stehen. Ich gucke, ob ich noch ein paar Eiswürfel ergattern kann. Manchmal habe ich ja noch welche, ansonsten muss ich wieder welche einfrieren. Nee, ich muss welche wieder einfrieren. Ich habe es gemerkt. Ja, gut. Finde ich aber auch gerade mein anderes Teil nicht. Ich habe nämlich noch ein Eiswürfel-Ding gehabt in Gelb. Aber frag mich was Einfaches, wo das ist. Man hat vieles, aber na gut, komm, egal. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier oben wieder Platz kriege. Dann kann ich noch meine neuen Eiswürfel eben mehr befüllen in der Zeit, wo das ein bisschen abkühlt. So, wunderbar. Das geben wir einmal wieder ins Eisfach rein. Dann muss ich das gelbe Ding nochmal suchen, weil ich habe nämlich nur eins in Gelb. Aber egal. So, ja, jetzt können wir doch mal schon mal probieren, würde ich mal sagen. So, das andere lassen wir ein bisschen kühlen. Und dann wollen wir mal probieren. Selbstgemachter Eistee Pfirsich. Na, da wollen wir mal gucken. Boah. Und ich werde auch nicht länger als 3-4 Minuten die Teebeutel drinnen lassen, weil sonst wird das echt bitter. Aber der ist geil. Oh. Ein bisschen kälter müsste er noch, aber wie gesagt, die Eiswürfel lasse ich noch mal drinnen. Oh, ihr Lieben, das war selbstgemachter Eistee Pfirsich. Lecker. Totaler Pfirsichgeschmack. Du hast richtig diesen Sirup dafür. Oh, das ist. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denn ja, lasst mir gerne ein Gefällt mir da. Und ihr seht, auch mal selbstgemachten Eistee Pfirsich kriege ich hin. Also, in dem Sinne, meine Lieben, ich hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kleine Korrektur nochmal, ihr Lieben. Ich bin's nochmal. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache aus den ausgekochten Pfirsichen Joghurt. Nein, ich habe mich entschieden, die ausgekochten Pfirsiche, da war auch noch ordentlich Saft drin, ne? Fällt mir gerade ein. Auch nochmal hier mit reingetan. Befindet sich unten und noch intensiver Pfirsichgeschmack kam. Das nochmal zur Korrektur. Bis zum nächsten Mal.